willkommen zu dieser Rezension. Heute geht es um ein Buch, das sehr spannend war, aber die Figuren fand ich eher scheußlich. Es geht um Die Gordische Schleife von Bernhard Schlink aus dem Diogenes Verlag. Ihr kennt Bernhard Schlink wahrscheinlich von Der Vorleser. Das ist ein frühes Werk des Autors und das merkt man auch sehr stark. Das erzähle ich euch dann in der Rezension. Es geht in diesem Roman um Georg, der in der französischen Provinz lebt. Er ist allerdings ursprünglich aus Deutschland. Er lebt in der französischen Provinz und er führt ein ziemlich langweiliges Leben. Seine Freundin hat ihn verlassen, er wohnt da mit drei Katzen und ja. Allerdings kriegt er irgendwann den Auftrag, sehr geheime Pläne zur Konstruktion von Kampfmitteln zu übersetzen und gerät dadurch unfreiwillig in die Machenschaften und zwischen die Fronten verschiedener Geheimdienste der Welt. Georg weiß irgendwann nicht mehr, wem er trauen kann, ob er seiner Freundin trauen kann, ob er seinen Vorgesetzten und seinen Kollegen trauen kann oder nicht. Und dann macht er ganz viele dumme Sachen. Mehr verrate ich nicht über den Inhalt. Ich mochte dieses Buch bis zu einem gewissen Punkt. Es war sehr, sehr spannend, also es war actionreich. Es war allerdings auch extrem verwirrend, weil viele Figuren zwei oder mehr Namen hatten, also Decknamen hatten und irgendwann wusste man überhaupt nicht mehr, wer wer war. Irgendwelche Firmen sind miteinander verbunden, irgendwer arbeitet da oder dann doch nicht. Die sind dann Konkurrenten oder Kollegen und man ist so, man versteht eigentlich nichts mehr von dem ganzen Fall. Zu den Figuren. Georg war neben Leon aus Regenroman, der komischste Mann, den ich je gelesen habe. Er hat teilweise so unglaublich irrationale Entscheidungen getroffen, in keinster Weise nachvollziehbare Handlungen durchgeführt und alles in allem hat er mich sehr, sehr verwirrt. Okay, der nächste Satz spoilert vielleicht ein bisschen, denn ich schreibe euch hier irgendwo die Minutenzahl hin, zu der ich dann nicht mehr spoiler. Aber wenn du gerade rausgefunden hast, dass deine Katzen umgebracht wurden, und deine Freundin das quasi mitverantwortet, dann schläfst du doch hinterher nicht mit der. Und hey, Kindesentführung, Georg, wirklich? Also, dieser Typ, also ich habe seine Motive in keinster Weise verstanden. Okay, jetzt ist der Spoiler-Teil wieder vorbei. Also insgesamt mochte ich Georg nicht. Ich mochte auch Françoise nicht, die auch gerne mal ihren Namen ändert. Ansonsten gibt es noch eine Menge Nebenfiguren, die aber alle sehr ähnlich irgendwie sind und das verschmilzt dann zu so einer einzigen Masse. Ja, daran merkt man, dass sie auch nicht sonderlich kraftvoll waren. Den Schreibstil mochte ich ganz gerne, der hat mich auch überhaupt an dem Buch gehalten, sodass ich es weiter und zu Ende gelesen habe. Bei dem Bild auf dem Titel würde man vielleicht erwarten, dass es ein bisschen um Landschaftsbeschreibung geht, aber das kommt eigentlich kaum vor. Man folgt Georg in einer Er-Sie-Perspektive. Es ist kein allwissender Erzähler, sondern man kann nur in Georgs Kopf reingucken sozusagen. Die Struktur des Romans ist relativ schwach und da finde ich auch, dass man merkt, dass es ein frühes Werk ist. Es gibt Logikfehler, die Figuren verhalten sich manchmal sehr, sehr komisch und vor allem der Handlungsverlauf ist sehr holprig. Man erkennt die Motivation der Figuren an einigen Stellen überhaupt nicht, sodass Handlungen völlig aus der Luft gegriffen scheinen. Die zweite Hälfte des Romans spielt in den USA und ab da wurde es irgendwie noch abgefahrener, die Ereignisse überschlagen sich. Ich finde das Ende etwas unglaubwürdig und etwas abgehackt. Das passiert alles etwas zu zufällig, so. Oh, okay. Insgesamt rate ich eher von diesem Schlink ab. Er war zwar spannend und ich glaube, wenn man sich mehr damit beschäftigt, dann findet man auch irgendwann raus, was da jetzt genau gelaufen ist. Ich habe es jetzt eher nicht so richtig verstanden. Es mangelte für mich also an Struktur, an Logik und vor allem an nachvollziehbaren Figuren. Also ich finde, man sollte sich lieber ein späteres Werk dieses Autors vornehmen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass ich wieder, wie im letzten Video, nicht so viele Schnitte machen musste, weil ich zwischendurch immer meine Katzen etwas herumscheuchen musste. Wenn ihr das Buch gelesen habt oder das Buch lesen wollt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer über ein bisschen Gespräch. Ja, ich glaube, das war es auch schon von mir und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!